Fala, rapaziada. Após a derrota da Alemanha para o Japão, Thomas Müller depois da partida comentou sobre o jogo. Difícil de acreditar que a Alemanha perdeu, e tá correndo o risco de não se classificar para a próxima fase, caso perda para a Espanha. Vou deixar a entrevista legendada para vocês. Deixem o like e seu comentário para ajudar o canal. Ein Spiel, hallo erstmal, ein Spiel, wo mir es schwerfällt, überhaupt ein Fazit zu ziehen, so überlegen, Chancen vergeben und dann hinten raus zur Abwehrfehler, Niederlage. Absolut. Also an sich vom Gefühl her haben wir über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht. Natürlich ein Fußballspiel und ein gutes Spiel zeichnet sich natürlich auch dadurch aus, dass man dann vorne auch die herausgespielten Chancen, die Überlegenheit auch in Tore ummünzt und die Effektivität an beiden Enden hat einfach jetzt nicht gepasst. Es ist schon ein bisschen aberwitzig, dass wir mit einer Niederlage hier jetzt dastehen. Aber ja, am Ende des Tages, wenn man sieht, was wir vorne liegen lassen und wie wir dann am Ende die Tore kassiert haben, wird man, glaube ich, im Fußballjargon sagen, nicht unverdient verloren. Zeitlich begann so ein bisschen der japanische Aufschwung, als Sie und Gündoğan den Platz verlassen haben. Genau. Möchte ich jetzt nicht direkt damit in Zusammenhang bringen, aber trotzdem gab es ja ein, zwei Warnschüsse von den Japanern. Manu hat einmal klasse gehalten. Das war auch alles dann hinterher, sage ich mal. Wir haben, glaube ich, direkt nach dem Wechsel auch nochmal eine riesen Doppelchance oder Dreifachchance. Am Ende müssen wir uns die mangelnde Effizienz ganz klar vorwerfen. Ich weiß auch selber noch nicht, wir saßen hier gerade dann draußen auf der Bank und ich denke, der Einsatz der Mannschaft hat absolut gestimmt. Wir haben das Spiel von Anfang an seriös mit Leidenschaft und auch dominant mit Ball angegangen und begonnen und gespielt, aber ja, wenn es dir schon schwerfällt, ein Fazit zu ziehen, dann stehen wir natürlich ähnlich da und es ist natürlich absolut eine Niederlage zum Start, das ist genau das Gegenteil von dem, was du brauchen kannst. Ja, und das macht es natürlich jetzt insgesamt auch nicht leichter. Ich denke, jetzt muss man das erstmal verarbeiten, aber die Spanier sind auch im Kaliber. Da kommen sicherlich auch so ein paar Erinnerungen an vor 4 Jahren auf. Wie kann man das Ganze jetzt verpacken? Ja, wie du schon gesagt hast, es geht darum, das Ganze jetzt zu verarbeiten. Wir müssen eine Niederlage sacken zu lassen, das fällt nie leicht. Aber am Ende müssen wir jetzt sachlich bleiben, auch wenn man natürlich also sportlich relativ einfach zu analysieren, aber emotional schwer zu packen, weil wir was ganz anderes uns vorgestellt haben und unser Spiel eigentlich zu was ganz anderem dazu gepasst hätte. Aber wenn du im Fußball nicht effektiv bist, dann gewinnst du nichts. Beide ein bisschen ratlos. Danke, Tom.